Guck mal, ich kann mit Action aufnehmen. Ich kann Fallout 1 mit Action aufnehmen. Wie habe ich das denn jetzt hingekriegt? Das Spiel random starten, wenn man Tipps ausprobieren will und dann öffnet sich auf einmal Action. Dann wird es vorbei wieder Fallout 1 Let's Plays geben. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 1. Ja, das Spiel existiert auch noch und ich habe so ein bisschen rumgespielt und wollte mal schauen wegen der Rüstung. Aber bevor ich das mache, mache ich einfach mal nach der guten Twilight Error Strategie. Also, ich werde jetzt einfach da reinrennen und ja, so lange wie mal was ausprobieren, bis wir entweder, ja, bis Ian stirbt oder bis, keine Ahnung, ich das Rätsels Lösung finde. Ich habe schon gemerkt, man sollte den hier und den eigentlich ausschalten, weil der ist noch am harmlosesten. Der hat einen Raketenwerfer und der hat Zielskill over 9000. Deswegen, ja, keine Ahnung. Fange jetzt mal mit dem Typen hier an, denn den Kopf hat bei mir bis jetzt eigentlich bei den Malen, wo ich das offscreen probiert habe, immer zum Tod geführt. Nö, und so, du gehst dann mal aus dem Weg, damit er hier freies Schussfeld hat, wenn du lieb bist. Ja. Okay, gut, du hast schon mal daneben geschossen. Das sieht vielversprechend aus. Mir wäre es lieber, wenn du jetzt auf ihn geschossen hättest, aber okay. Dafür bin ich ja schließlich da. Dann machen wir das jetzt mal. Kopf. Jawoll. Fast tot. Ja, gut. Scheiße, also er braucht jetzt nur einmal mit einem Raketenwerfer treffen und dann hat er uns schon wieder gefickt. Oh cool, der hat mich gar nicht getroffen. Nice. Nice, nice. Ich habe die Kampfgeschwindigkeit ein bisschen hochgestellt, weil es war auf Minimum und das war mir dann noch ein bisschen zu lahmarschig. Oh, scheiße. Okay, Dogmeat ist im Arsch, der andere Typ ist auch im Arsch. Das ist natürlich optimal. Ne? Ich wechsle immer durch, im Kloppter. Bitte instant. Scheiße, scheiße, scheiße. Er hat wahrscheinlich wegen dem Stimpack, was er vorher gefressen hat. Na gut, aber ich muss zugeben, ich bin weiter als sonst. Zumal der am Anfang nicht getroffen hat. Das war übelster Glücksfall, aber naja, gut, jetzt hier ein Trefferpunkt ist sowieso scheißegal. Könnt ihr mal in den Unterlieb schießen. Also zumindest, oh, er ist tot, sehr gut. Jetzt muss er nur noch daneben schießen und dann... Er läuft bei ihm auf jeden Fall. Der Typ hat Zweck. Ja, deine Mutter. Ne, und so. Die machen wir es halt einfach normal, ist ja... Ist ja so toll, ist ja super, ich will jetzt weiterkommen. Ich glaube, ich werde, ja, Ian stirbt immer instant, das finde ich ganz cool. ich glaube, ich werde jetzt ein Part das mal so machen, ja, einfach, und wenn das nichts bringt, soll ich jetzt mal, dann versuche ich doch mal die Power-Rüstung zu krallen. So, du kriegst einen Kopfschuss oder Unterleib. Unterleib fliegt auf jeden Fall auf die Fresse. Oder auch nicht, na gut, ja, ne, und so. Dann... Ja, keine Ahnung, gehen wir zur Seite. Sehr gut, dann trifft er nämlich schon mal seinen Kollegen, wenn er mich anschießt. Okay, du triffst unten den Mars, das ist auch gut. Der Mars, den kann man auch ruhig mal abschießen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Huch. Du kriegst da mal einen Kopfschuss. Scheiße. Leider nicht umgebracht, aber wir gehen nochmal ein Stück zur Seite. Ja, ein Dogmeat war einmal. Scheiße. Wie schmeckt dir das? Scheiße. Ich sag zu viel Scheiße, ne? Gut, die Rakete hat getroffen. Sowohl mich als auch ihn. Oh, ja. Okay, durchgefickt. Ja, scheiße. Dein Leben. Ja, dein Leben war deine Mutter und dein Vater war Adolf Hitler. Das kennt man ja schon alles. Das ist ja alles weltbekannt. Dass der zuerst darf, das regt mich so auf, ne? Naja, gut, Ian ist nutzlos. Er stirbt sowieso. Dann kriegst du mal einen Schuss in den Rumpf. Stört dich auch nicht so sehr. Gut, dann geh mal wieder zur Seite. Ja, schieß deinen Kollegen ab. So läuft das. So muss das. Ach, fuck. Indem seine Rakete trifft, ist alles scheiße. Ja, nee, das wird nicht. Das wird nichts. Oh, warum nicht gleich so? Warum? Warum? Warum müssen wir uns im RS quälen? Soll ich es mal riskieren und mich mal heilen? Komm, ich mach's mal. Ich habe ja vorher einen Stimpack hier aufgelegt. Ich habe auch mir Tipps ausgedruckt ohne Ende. Von wegen, wenn du während des Kampfes in deinem Inventar gehst, dann kannst du so viele Stimpacks fressen, wie du willst. Ja, ja, das habe ich alles ausprobiert. Ist Bullshit. Also, ich konnte keine unendlichen Stimpacks machen.
Okay, offenbar sieht das jetzt ganz. Ja, wir sind deine Meister. Träum weiter. Träum fucking weiter, Alter. Wir haben es geschafft. Scheiß die Wand an. Ja, renn weiter. Renn zum nächsten Gegner direkt, ohne dich zu heilen. Beste. Scheiße, Mann. Wir haben es geschafft. Okay, hier siehst du, man kann hier nicht unendlich. Oh, na, das wollte ich jetzt nicht. Unendlich hier die Stimpaks benutzen. Keine Ahnung, was er da geraucht hat. Auch nicht mit anderen Tasten oder so. Ne? Alter, scheiße. So weit war ich ja noch nie, ey. Und ich habe das ein paar Mal ausprobiert hier nach dieser Twilight and Ever Strategie. Halt, bleib hier, du Idiot. Renn nicht so weit weg. Ich weiß nicht, was da hinten kommt. Aber erstmal heilen wir dich. Ich weiß ja nicht, wie sieht's aus. Ja, nein, vergiss es. Ist natürlich jetzt scheiße, dass Dogmeat im Arsch ist und, dieser Ian Spacki. Ja. Was steht denn hier? Okay, er hat volle HP. Ja, Dogmeat ist leider im Arsch und Ian auch. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ob das jetzt verkraftbar ist oder nicht. Ich meine, wir sind ja schon mal ein bisschen weiter. Jetzt werden erstmal hier Stimpaks gefressen, bis zum Geht nicht mehr. Lecker Stimpaks. Weil ich will jetzt langsam wieder Fallout 1 durchhaben. Dann möchte ich mich an Fallout 2 ranwagen und auch Fallout Tactics, denn das kann ich jetzt mit der virtuellen Maschine ausspielen. Und dann Fallout 3 und hoffentlich, was in Entwicklung ist, Fallout 4, ne? Ist dann immer so kategorisch, ne? Gut, da steht noch ein Typ mit Raketenwerfer, aber ansonsten sieht das recht sauber aus. Ich schätze einfach mal ganz klar, zufällig, dass man hier durch die Roten nicht durchgehen kann. Aber wir gucken erstmal hier, was die Leichen da so bei sich haben. Raketenwerfer, ja, weiß nicht, haben wir denn schon einen? Ich glaube, wir haben da schon einen oder so. Ja, klar, mitnehmen wäre natürlich ganz cool, aber Treffen ist auch wieder so eine Variante. Das sollte man können, ja, eine Minigun, die wäre natürlich auch nice, aber muss man halt direkt vor ihm stehen, das ist doof. Haben wir ja, glaube ich, schon mal alles ausprobiert, oder? Wenn mich nicht recht erinnere, komm, nee, ich habe gar keine Munition, nee, wir haben ja gar keine Muni für die Minigun, oder? Die geht ja, 5 mm, was brauchst du? Ja, Kleingeschütz, super. Okay, doch, wir könnten die eigentlich nehmen. Ja, dann hier. Voll, ne? Und die doch nicht, geht noch. Okay, also. Wir können es auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann entladen wir die hier auch mal. Blub. So. Tipp, wo sind die? Ganz unten wahrscheinlich, genau da. Dann tauschen wir die aus, weil es ist ja ein Kleingeschütz und ist ja ziemlich groß. Und ich glaube nicht, dass wir das von unserem Skill her können, oder? Hier, große Waffen da. Also sind wir bei 4%. Ich sehe das nicht, weil dieses Aufnahmeding ins Cushions ist da oben. ich glaube nicht, dass wir da sehr viel mit treffen werden. Ne? Erstmal nachladen. Ja, super. Ist ja fast gar nichts, was ich nachgeladen habe. Hatte Ian da was und. Oh, Ian hat eine ganze Menge dabei. Die Stimpaks brauchst du jetzt auch nicht mehr, ne? Dogmeat ist leider auch im Arsch, ne? Der hat aber, glaube ich, nichts dabei. Wäre auch ein bisschen seltsam. Ich speichere mal ab, ne? Speichern sollte man ja immer mal, aber diesmal hier unten. Ja, Doppelklick. Test. Das werde ich immer wieder finden. Ne? Test. So, dann versuchen wir mal hier durchzugehen. Kraftfeld im Mitte, ja, das ist schön. Ein starkes Kraftfeld im Mitte, und was ist das? Das ist ein Energiefeld, okay. Ja, was sagt uns das? Keine Ahnung. Müssen wir das in die Luft jagen? Leuchte. Wand. Cool. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, wie mache ich das denn hier auf? Oh, hallo, hier sollte ich vielleicht nicht hingehen. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, wie geht denn die Tür auf? Ein Rätsel. Ich hasse Rätsel. Das ist ein Terminal, aber da komme ich ja nicht ran. Wie komme ich denn da... was? Ja. Wie komme ich denn da ran? Habe ich nicht irgendwie was im Inventar? Soll ich es hochjagen? Scanner? Nee, Rucksack auch nicht.
Geigerzähler, kleines Gerät. Gelber Schlüssel. Gelber Schlüssel vielleicht. Kann ich damit einen gelben Schlüssel mit dem gelben Schlüssel. Ja, ist doch gut. Mit dem gelben Schlüssel irgendwie was anstellen. Keinerlei Wirkung. Cool. Naja, muss ich so jagen oder was? Also könnte ich mir jetzt so vorstellen. Weiß ich ja nicht, ne? Vielleicht kann ich es auch klang. Hahaha. Wobei, das könnte man direkt ausprobieren. Warte mal, Dynamit hier hinlegen. Ja, mach mal. Was ist ja, der Timer tickt bereits, cool. Ja, wegpacken kann man es nicht, das ist. Was ist das? Ja, tickt bereits, wunderschön. Habe ich es jetzt weggeschmissen? Oh, lauf, komm, beweg dich. Was mache ich hier für Scheiße, ganz im Ernst? Was wollte ich denn ausprobieren? Das soll ja können. Arzt der Wissenschaft vielleicht, ne? Kann ich das irgendwie knacken oder so? Du kannst nichts dazulernen, ja, schön. Öffnen. Ja, wieso bin ich auch schon. Ah, warte.